Du bist? Hannes Hirsch und der Regisseur von dem Film Drifter. Das ist mein erster Spielfilm, der dieses Jahr auf der Berlinale Premiere hat. Der Protagonist Moritz ist? Ein junger, schwuler Mann, der mit seinem Boyfriend nach Berlin zieht und sich auf die Stadt freut und irgendwo so ein bisschen ein leeres Blatt ist, wo Berlin dann so draufschreibt. Als junger, schwuler Mann nach Berlin zu ziehen bedeutet? Dass man eventuell nochmal ein zweites Coming-out hat. Die Heteronorm führt dazu, dass man, wie bei vielen Normen, am Anfang gar nicht merkt, dass es überhaupt eine Norm ist, die Probleme bei sich selbst sucht und dann erst mit der Zeit merkt, dass es vielleicht die Gesellschaft ist, die die Probleme erzeugt. Sex auf Drogen ist sehr verführerisch, sehr intensiv, in Berlin sehr verbreitet, in anderen Großstädten auch. Man muss aufpassen. Das Berliner Nachtleben kann ein Ort sein, wo man so dem kapitalistischen Arbeitsalltag für eine Zeit lang entfliehen kann und sich neu erfinden kann, sich selbst auch mal anders erleben darf. Dein Film soll allen Zuschauenden die Möglichkeit vielleicht geben, sich in der einen oder anderen Figur wiederzufinden, Geschichten zu sehen, die sich irgendwie spiegeln, vielleicht mit dem eigenen Leben. Und im besten Fall dazu führen, dass man über die Themen, die darin vorkommen, diskutiert.